da wird es etwas ruhiger, der Chor singt nicht mehr, die Orgel spielt nicht mehr, Pater Pio leidet, die Kreuzigung Christi, besonders in diesen Augenblicken, aber auch der Lärm, den er vielleicht rechts oder links hört, stört ihn. Ich filme hier, kannst es nicht bleiben lassen, denkt er, aber er sagt doch nichts. Und so wage ich es weiterzudrehen. Das ist mein Leib. Und Pater Pio schaut immer höher, als die Hostie ist. Sehen Sie? Viel höher. Man hat den Eindruck, er sieht die Person Christi gegenwärtig. Wir wissen, Christus ist tatsächlich gegenwärtig mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit. Aber hier sehen wir Pater Pio wie ein Buch unseres Glaubens. Was wir glauben, spiegelt sich in seinem Hand. Kannst das nicht wieder bleiben lassen. Aber zum Glück sagt er nichts. Und wieder sehen wir seine Hände blutbedeckt. Nach der Messe ist es mir einmal vorgekommen, da war ein polnischer Prinz, der Polnier Sapolska, der schüttelt sich und sagt, was ist das? Mir kommt es vor, wie wenn ich aus einem Bad herausstiege. Es war vor allem während der Heiligen Messe, in der Pater Pio für alle Gegenwärtigen die notwendigen und erwarteten Gnaden erhielt. Es kamen alle bedrückt mit einer Würde, aber wenn sie wegfuhren, habe ich sie alle gesehen wie zu einer Hochzeit. Freudig und froh. Pater Pio, auch das wie im Evangelium, wo wir von Jesus lesen, und er heilte alle. Es gab nichts, und selbst dass Pater Pio an Ohren vorbeigegangen werde, wenn um etwas bittet, erhält es. Hier sehen wir Pater Pio nach der Wandlung in Vorbereitung auf die Heilige Kommunion. Und das sind die gewaltigsten Augenblicke, wenn der Heiland beim Pater Pio in der Heiligen Kommunion in sich aufgenommen wird. Da erlebt er so einen großen Trost, dass bei jeder Messe nach der Heiligen Kommunion er sein gewaltiges Taschentuch herauszieht und seine Träne trocknet. Leider hatte ich einen kleinen Film und ich musste ihn von Zeit zu Zeit wechseln, und gerade im Augenblick, wo er die Kommunion empfangen hatte, wo er anfing zu weinen, da war mein Film aus, und bis ich den neuen eingesetzt hatte, hatte er mittlerweile mit seinem großen Taschentuch die Tränen getrocknet, und wir sehen jetzt die große Ruhe, die im Antlitz von Pater Pio sich spiegelt. Und hier die Augenblicke, von denen Herr Josef Hemmele von Augsburg sagt, und da habe ich gesehen, wie er so langsam mit Sanftmut, mit Liebe, mit Zärtlichkeit jedes Teilchen von der Patine, der konsekrierten Hostie aufnimmt, in den Kelch hineintut, purifiziert, und wo er dann auch diese Teilchen des Leibes Christi in sich aufgenommen hat, mit dem Blut Christi, da hört Herr Josef Hemmele, wie er auf Deutsch sagt, und jetzt gehst du und lässt mich allein, 24 Stunden allein, und sagte, das hat er nicht nur gehört auf Deutsch, sondern auf seinen, in seinem Wiener Dialekt, allein. Also Pater Pio, 24 Stunden lang, fühlt nicht mehr diese Freude und diese Gegenwart, eucharistische Gegenwart, wo Christus in uns wirklich als Gott, als Mensch, mit Leib und Blut, Fleisch und Seele, Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist. Was wir so aus dem Katechismus glauben, wenn man beim Pater Pio
nur einmal der Messe beigewohnt hat, da lesen wir in seinem Antlitz, in seinen Gebärden alle Wahrheiten, vor allem diese himmlische Wahrheiten der Eucharistie, der Gegenwart Gottes in seinem Gesicht sich widerspiegelt. Und es wird leicht zu beten und zu glauben. Für mich selbst kann ich mich erinnern, war es schwer zu beten, bevor ich zu Pater Pio kam. Aber seitdem ich dort war, merke ich, das Gebet läuft von selbst. Immer beten.